Das Rätsel der moralischen Verpflichtung. Hast du dich jemals gefragt, woher das Gefühl kommt, dass wir bestimmte Dinge tun sollten oder nicht? Betrachten wir einmal die vier Quellen dieses moralischen Du sollst. Das Sollen könnte von etwas kommen, das entweder unter uns, gleichwertig mit uns, ja von uns selbst oder über uns steht. Aber was bedeuten diese Optionen eigentlich? Gehen wir sie einmal der Reihe nach durch. Erstens unter uns. Wie kann etwas mit geringerer Macht oder Bedeutung uns moralische Vorschriften machen? Oder zweitens, gleichwertig mit uns. Kann ein Mensch seine subjektive Meinung oder eine Gruppe ihre kulturellen Normen anderen einfach auferlegen? Drittens, ja von uns selbst. Wenn wir selbst die Quelle sind, genügt es dann nicht einfach, seine Meinung zu ändern, um das Richtige zu tun? Die einzigartige Position der vierten Quelle. Nur eine Instanz über uns könnte ein moralisches Sollen mit echter Autorität und Verbindlichkeit begründen. Wer oder was ist die höhere Macht, die objektive moralische Werte vorgeben und durchsetzen kann? Gott erweist sich immer, auch in dieser Frage, nicht als Problem, das gelöst werden müsste, sondern als die Lösung. Durch Jesus Christus ist er auch die Lösung für das Problem deiner Sünden. Vertraue auf ihn.